Sie ist Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank, aber sie war Vizepräsidentin der Bundesbank vorher. Ist das ein bisschen like coming home, wenn Sie heute Nachmittag hier sind? Oder waren Sie zwischendrin auch mal schon wieder hier in diesem Gebäude oder in diesem Gebäudekomplex? Also ich war schon häufiger wieder hier. Und ja, es ist immer jedes Mal wieder wie nach Hause zurückkommen. Ein Stückchen Heimat, das na, ist schön. Sicher. Frau Lautenschläger, Sie haben gerade eine ganz wichtige Aufgabe abgegeben in diesem Frühjahr, nämlich die Bankenaufsicht. Aus irgendeinem merkwürdigen Grund ist die Amtszeit eines Direktoriumsmitglieds 8 Jahre und die Amtszeit der Chefs der Bankenaufsicht nur 5 Jahre. Darf man fragen, was Sie jetzt machen? Natürlich dürfen Sie das fragen. Also ich bin weiterhin Vorstandsmitglied bei der EZB. Und jetzt halt nicht mehr für die Bankenaufsicht zuständig, sondern jetzt mache ich Zahlungsverkehr, Aufsicht über Zahlungsverkehr und Finanzmarktinfrastrukturen, Risikomanagement. Mhm. Ich bin für die Banknoten zuständig und ich mache Statistik. Okay, also genug super. Zu tun, machen Sie sich keine Sorgen um mich. Da hatte ich keinen Zweifel, dass Sie immer noch genug zu tun haben. Wenn Sie einverstanden sind, will ich doch erstmal mit der Bankenaufsicht anfangen. Und sorry, ich habe eine ganz dumme Frage da vielleicht. Warum muss man Banken überhaupt beaufsichtigen? Na, Banken spielen eine ganz wesentliche Rolle im Wirtschaftsverkehr, mehr oder minder. Das wissen wir alle, aber wir dachten immer, das seien seriöse Leute, die mit unserem schönen Geld gut umgehen. Naja, aber wir erwarten natürlich, dass sie uns Kredite geben. Mhm. Ja, und damit gehen sie Risiken ein. Und dass diese Risiken richtig bewertet werden, richtig gemanagt werden, dass genügend Kapital da ist, ja, dass diese Risiken auch, wenn sie mal schlagend werden, wenn jemand mal seinen Kredit fürs Haus oder den Kredit für die Firma nicht zurückbezahlt, dass das Kapital da ist, genügend Kapital da ist. Dafür gibt es Regeln, die müssen eingehalten werden und die werden halt auch, deren Einhaltung wird überwacht von der Bankenaufsicht. Wenn Sie Geld aufs Sparbuch legen und irgendwann stellen Sie sich halt vor, ich möchte gern mir ein Auto kaufen, ja, dann möchten Sie ja auch, dass, wenn Sie zur Bank gehen, Sie das Geld wiederbekommen, sehen Sie? Und dafür gibt es eine Bankenaufsicht, die unter anderem darüber wacht, dass die Banken genug Liquidität haben. Man könnte ja annehmen, das machen die schon aus eigenem Interesse, dass sie damit vernünftig umgehen. Das machen die auch aus eigenem Interesse, aber tatsächlich ist es so, dass sie über einen langen Zeitraum Geschäfte tätigen, die sich in ihren Risiken verändern können. Ja? Und wo man als Bankenaufseher letztendlich nicht nur übrigens über Kapital und Liquidität wacht, ja, sondern auch, dass die Menschen, die dort arbeiten, die richtige Qualifikation haben, dass es genügend Menschen sind. Ja, beispielsweise, dass sie nicht nur Händler und Verkäufer von Bankprodukten einstellen, sondern auch im Abwicklungsbereich, im Kontroll-Risikomanagement-Bereich genügend Personal einstellen. Dass die auch anständig bezahlt werden. Ja? Denn die haben eine schwierige Aufgabe. Sie müssen ja vorne sagen, nicht so viel Risiko nehmen. Vielleicht sagt das mehr über meinen Charakter aus als über sonst was. Aber wenn ich das Gefühl hätte, ich würde dauernd beaufsichtigt werden, würde mich das wahnsinnig reizen, die Grenzen auszutesten und meinen Aufsehern vielleicht auch mal zu entwischen. Ist das bei den Banken genauso? Also das müssten Sie natürlich jetzt Banker fragen. Ne? Also ich bin ja kein Sie Geschäftsleiter passen ja einer erwischen. Bank. Haben Sie die manchmal erwischt, wenn die Grenzen überschreiten wollten? Hier und dort habe ich natürlich Banken erwischt dabei, dass ihr Risikomanagementsystem mit den Risiken, die sie eingegangen sind, nicht mithalten konnte. Ja? Aber es geht jetzt nicht um eine Mensch-zu-Mensch-Überwachung, sondern es geht um die Überwachung von Systemen, über die Überwachung von Abläufen, über die Überwachung von Risikobewertungsmechanismen, ja? Also nicht diese Mensch-zu-Mensch-Überwachung, wie Sie sich das vorstellen. Dann müsste ja hinter jedem Banker ein Aufseher stehen. Ne? Ja, das wäre das Beste vielleicht. Ja, aber also ich kann Ihnen sagen, so viele Aufseher gibt es nicht. Das glaube ich auch. Wir haben uns vor ein paar Jahren zumindest noch ziemliche Sorgen gemacht über die Stabilität einiger europäischer Banken. Wie ist denn die Lage heute?
Also Sie sprechen ja 2008, dann, da hatten wir eine veritable Bankenkrise. Ja, und das hat ja noch eine ganze Weile noch angehalten. Und das hat auch eine Weile angehalten. Und aus dieser Bankenkrise, die übrigens nicht nur in Deutschland stattgefunden hat, sondern es war eine globale Bankenkrise, aus dieser Bankenkrise sind wir ganz klar heraus. Also die Kreditinstitute in Europa, auch die deutschen Banken, sind sehr viel widerstandsfähiger. Sie können einem Abschwung beispielsweise sehr viel eher statthalten. Sie besitzen sehr viel mehr Kapital, sehr viel mehr Liquidität. Die Risikomanagementsysteme sind besser. Ja, also ganz klar aus der Krise heraus und ein sehr viel stärkeres Bankensystem. Wenn Sie mich jetzt aber fragen, wird es nie wieder eine Bankenkrise geben oder wird es nie wieder eine Bank geben, ja, die in eine Krise gerät, dann würde ich ganz klar sagen, das würde ich Ihnen nicht versprechen wollen. Ja? Weil natürlich ein Marktaustritt, ja, eines Marktteilnehmers, der es nicht schafft, sich zu halten, weil seine Wettbewerbsfähigkeit nicht stark genug ist, eigentlich was Natürliches ist. Ja? Aber dann haben es wir gesehen, muss nur ordentlich geschehen, ja? In ordentlichen Abläufen. Aber dann haben wir gesehen vor 2-3 Jahren in Italien, dass dann doch nochmal wieder Banken mit Steuergeld gerettet wurden. Obwohl man doch eigentlich politisch schon beschlossen hatte, dass in der EU der Steuerzahler nicht mehr für Bankenrisiken aufkommen sollte. Also ich glaube, wir müssen zeitlich zunächst einmal einen großen Schnitt machen. Also es gibt noch ein paar Altfälle, die wurden nach altem Recht behandelt. Ja? Das ist so eine Art von Bestandsschutzfragen. Ja? Und dann kommt es natürlich immer darauf an, ob sie beispielsweise den Kunden einer Bank, ja, Entschädigungen zukommen lassen, weil es eine Falschberatung gab. Ja, wenn nicht die Bankrettung, also nicht die Rettung der Eigentümer der Bank oder der Menschen, die vor allen Dingen ins Risiko gegangen sind, als sie bei einer Bank investiert haben, ja, wenn sie die nicht retten, sondern sie retten Kunden, die falsch beraten worden sind, dann hat das nicht ganz so viel mit der Staatshilfe zu tun, die Sie eben angesprochen haben. Zu einzelnen Banken darf ich leider nichts sagen. Ich unterliege da ganz strengen Geheimhaltungspflichten. Ja, tut mir leid. Ja. Sie wollen ja nicht, dass ich ins Gefängnis gehe, oder? Nein, das will ich wirklich nicht. Aber Sie haben offenkundig meine nächste Frage geahnt. Jetzt bin ich gespannt, wie Sie die Antwort umgehen können. Denn ich meine, nicht weit von hier gibt es Banken, die mal sehr ehrbare, stabile, weltweit tätige Geldinstitute waren und bei denen wir in den letzten Jahren eigentlich fassungslos gesehen haben, dass die zu Milliardenstrafen verurteilt worden sind wegen ihres Verhaltens, sodass man fast sagen konnte, also das, was mal eine ehrbare Bank war, ist jetzt fast eine kriminelle Vereinigung geworden. Und hat da die Bankenaufsicht versagt? Dass die Taten begehen konnten, die sind ja nicht grundlos zu Milliardenstrafen verurteilt worden. Und das gilt nicht nur für einige deutsche Banken, es gilt auch für einige andere. Hat da die Bankenaufsicht irgendwas verpennt damals? Zunächst einmal, und das hört sich jetzt ganz blöd an, ich mag das gar nicht, also deswegen sollten wir vielleicht die Antwort, wenn Sie erlauben, in zwei Teile. Gerne, ja, natürlich. Wir leben in einem freien unterscheiden. Land. Vielen Dank. Zunächst einmal ist die Bankenaufsicht nicht für alles, was eine Bank tut, verantwortlich. Ja? Und überwacht das auch nicht, die Einhaltung der aller Gesetze. Also beispielsweise kann und will und darf die Bankenaufsicht nicht überwachen, ob eine Bank das Steuerrecht einhält. Dafür ist das Finanzamt und der Steuerprüfer zuständig. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil. Wir sind also nicht... Und Sie sind auch keine Staatsanwaltschaft, ne? Nein, genau so ist es. Ich bin als Aufseher nie Staatsanwältin gewesen. Also ich kann kein kriminelles Verhalten ahnden. Ja, sonst würde ich ganz klar meine Kompetenzen überschreiten. Und genauso gut kann ich beispielsweise Verletzung von Steuerpflichten nicht ahnden. Oder sogar, ich kann sie noch nicht mal... über eine Prüfung herausfinden und dann das Wissen weitergeben etc., weil ich solche Prüfungen in Richtung Steuerrecht nicht machen darf, weil es nicht mein Aufgabenbereich ist, Steuerrecht. Ja? Also was wir machen, ist tatsächlich Kapital-, Liquidität-, Risikomanagementsystem.
So, und jetzt würde ich gerne das andere Ende der Antwort geben. Ja? Ich bin ganz klar der Meinung, dass wir alle, die Gesellschaft, ja, und genauso auch Banken, ja, sich an Recht halten müssen, dass natürlich Unternehmen, die so viel Vertrauen letztendlich benötigen, um ihr Geschäft auch ordentlich machen zu können und erfolgreich machen zu können, ganz besonders hohen Ansprüchen gerecht werden müssen. Und deswegen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man nicht nur schaut, wenn wir mal gerade über das Steuerrecht reden, dass man nicht nur schaut, was ist denn juristisch erlaubt, also, sondern was ist denn legitim. Ja? Also ganz klar von mir diese Botschaft. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, wenn Sie beispielsweise 120.000 Mitarbeiter haben, können Sie nicht sicherstellen, dass nicht der eine oder der andere etwas macht, was nicht legitim ist. Was aber jetzt nicht eine Rechtfertigung sein soll für schlechte Risikomanagement- und Überprüfungskontrollsysteme. Ja? Ich habe was gelernt. Ich will mal die Bankenaufsicht verlassen. Sie sind ja hier auch, weil Sie den Kopf hinhalten wollen für die Europäische Zentralbank. Sie treffen dort die Entscheidung mit. Sie wissen, dass das in Deutschland nicht immer auf großen Beifall stößt, was die Europäische Zentralbank macht. Haben Sie mit Mario Draghi schon mal gestritten? Ich habe schon häufiger diskutiert mit ihm. Was ist der Unterschied zwischen Streit und Diskutieren? Also Streit ist immer so ein bisschen... Meinen Sie, das wäre emotionaler dann? Also, es ist emotionaler, gestritten, würde es ich wird sagen. Lauter. Nee, das meinte ich nicht. Und hinterher geht man vielleicht böse auseinander. Nee, das wollte ich nicht unterstellen. Diskutieren aber, heißt, ja, man hat unterschiedliche Meinungen. Mhm. Ist es schwer, mit ihm zu einem Konsens zu kommen? Also ich glaube, das ist wie mit jedem Menschen. Sie haben Themen, da können Sie eine gemeinsame Meinung finden, und dann gibt es Themen, da können Sie das nicht. Sie gehören zu denen, die nicht zurückgetreten sind in ihrer Amtszeit als EZB-Direktoriumsmitglied. Wir hatten das Thema vorhin schon mal mit anderen Gästen. Man kann in der jüngsten Zeit in Europa öfters so den Gedanken hören, vielleicht wäre es ganz gut, wenn mal ein Deutscher an der Spitze der EZB stehen würde und ihr Gesicht würde. Dann würden sich die Deutschen noch mehr mit dem Euro und der Europäischen Zentralbank versöhnen. Ist das etwas, was Sie unterstreichen würden, was Sie teilen würden? Oder spielt das gar keine Rolle, weil sowieso die Entscheidungen der EZB in einem großen Gremium fallen, in dem auch der Chef der Zentralbank eigentlich nur einer unter vielen ist? Also zunächst einmal glaube ich schon, dass es sehr wichtig ist, wer EZB-Präsident wird. Und es sollte vor allen Dingen an der Kompetenz angedockt werden, ja, hängen. Also sprich, habe ich das Wissen, habe ich die Erfahrung, habe ich die Managementqualitäten, habe ich die Überzeugungskraft. Also ich glaube, das ist das Erste, wonach man fragen sollte. Aber tatsächlich ist es auch so, dass der EZB-Präsident nicht alleine entscheidet. Und deswegen ist es für mich ja so wichtig, habe ich Managementqualitäten, habe ich Verhandlungsqualitäten, habe ich Überzeugungskraft, ja? Habe ich Glaubwürdigkeit. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig als EZB-Präsident, um meine Kollegen im EZB-Rat überzeugen zu können und einen gemeinsamen, ja, Weg zu finden. Sie haben vor gar nicht langer Zeit ein Interview gegeben. In denen haben Sie einen Satz gesagt, der mich ein bisschen aufgeschüttelt hat. Sie haben gesagt, der Euro sei nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch ein Erfolg. Da würde ich Sie gern fragen, warum Sie das meinen. Ich glaube, wir reduzieren den Euro manchmal zu sehr darauf, welche Vorteile er in wirtschaftlicher Hinsicht gebracht hat, ja. Natürlich hat er Vorteile gebracht, ganz klar. Also, und ich rede nicht nur darüber, dass wir jetzt innerhalb des Euroraums reisen können, ohne dass wir Geld tauschen müssen. Ja? Oder wirtschaftlich wichtiger, dass Firmen, die ihre Waren von Deutschland in den Euroraum heraus verkaufen, kein Währungsrisiko
mehr tragen, ja, sondern sie wissen ganz genau, dass das, was sie an Entgelt bekommen für ihre Produkte, auch noch was wert sein wird in einem Jahr, weil es die gleiche Währung ist und nicht irgendeine Abwertung oder Aufwertung, ne, im Wechselkurs stattfindet. Nein, ich finde, der Euro ist auch ein Symbol der Einheit für Europa. Er ist die Kraft, auch eine Kraft, die uns zusammenhält. Und aber für hat mich er nicht ist auch die Völker Europas mehr gegeneinander aufgebracht als irgendetwas vorher? Also wenn ich mal dran denke, wie wir in der Krise, wie wir Deutsche über Griechen geredet haben und Griechen und Portugiesen über uns, wie heute selbst eine Regierung wie in Italien über die Partnerländer herzieht und öffentlich erwägt, aus dem Euro gegebenenfalls auch wieder auszusteigen, weil man ihn als Zwangsjacke empfindet. Und also so sehr ich Ihnen zustimme, dass die ökonomischen Erfolge da sind, aber ist der Euro und müsste sich Politik nicht darum noch mehr kümmern, dass er nicht ein Spaltpilz ist, sondern dass er wirklich nicht nur ein Symbol ist, sondern auch tatsächlich eine Klammer, die uns zusammenhält? Also zunächst einmal teile ich Ihre Einschätzung nicht. Also die Zustimmung... Jetzt mache ich den Draghi, mit dem Sie diskutieren. Gar kein Problem, wir diskutieren doch freundlich. Die Zustimmung zum Euro hat zugenommen in den letzten Jahren. Ja, sie war noch nie so hoch wie jetzt, weil die Menschen verstehen, dass neben den wirtschaftlichen Vorteilen der Euro eine Kraft ist, die die europäische Einheit nach vorne treibt. Und jeder von uns versteht, dass wir in Deutschland als kleines Land im Vergleich zu der ganzen globalen Entwicklung keine Bedeutung mehr haben werden. Wenn wir also unsere Zukunft und die Zukunft für unsere Kinder mitgestalten wollen, ja, dann müssen wir in Europa, mit den anderen Ländern zusammen eine Einheit bilden, um noch Bedeutung zwischen den großen Polen China und den USA zu erhalten. Und das können wir in Deutschland eben nicht allein, sondern das können wir nur in Europa. Wir alle blicken auf etliche Jahrzehnte Frieden. Auch das ist für mich ein klares Faktor der EU, genau. Und der Euro ist ein weiterer Faktor, diese Einheit nach vorne zu treiben. Nochmal, die Unterstützung auch in Deutschland für den Euro ist sehr hoch, also von nichts zu spalten. Und dann stelle ich Ihnen doch gerne mal eine Frage. Hoffentlich kann ich Sie beantworten. Haben Sie schon mal was erlebt, das was Gutes? Ohne Diskurs, ohne Diskussionen, ohne Aufwand und Kampf zustande gekommen ist? Nein. Alles, was gut ist, braucht einen Aufwand. Ja, das stimmt. Mensch, das war ja ein Schlusswort. Wir sind auch schon am Ende unseres Gesprächs, Frau Lautenschläger. Ich danke Ihnen herzlich, wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß. Hoffe, dass Sie irgendwann mal, ich hätte Sie gerne noch zur Zinspolitik gefragt, ob wir, was die Deutschen ja immer noch ärgert, dass die so niedrig sind, die Zinsen, die meisten jedenfalls. Aber nicht die Häuslebauer, oder? Und die Unternehmen, die gerade investieren, die ärgert das nicht, glaube ich. Die Häuslebauer ärgert das nicht, wenn sie einen Kredit aufnehmen, aber die ärgert das, wenn sie das Eigenkapital kaum noch ansparen können. Und die Steuerzahler? Weil die ja sehr viel weniger Steuern zahlen müssen? Ja, den Eindruck habe ich. Weil die nationalen Schulden in Deutschland. Ich habe mir noch mal die Zahl geben lassen. Wollen Sie jetzt doch noch mit mir streiten über die Steuersätze in Deutschland? Ich habe nicht den Eindruck, dass wir in unserem Land zu niedrige Steuern haben. Das ist eine politische Entscheidung, Herr Krause. Aber das sind politische Entscheidungen. Da hängt nicht die Zentralbank dran. Also ich hätte mit Ihnen gerne noch total viel länger weitergemacht, aber wir sind schon beim Überziehen und meine Kollegin steht schon da und wartet darauf, dass wir die Bühne räumen. Herzlichen Dank und ich hoffe, Sie haben auch ein bisschen was gelernt und wir sehen uns nachher wieder mit weiteren Vorstandsmitgliedern der Bundesbank dann. Bis dann.